Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Fichtal. Es geht weiter und ja, ich habe es geschafft, das Feld abzuernten. Und somit können wir zum nächsten übersteigen. Und ja. Jetzt werden wir hier den Drescher noch schnell auslernen. Und dann geht es zum nächsten Feld. Und zwar dem Feld Nummer 16, müsste das sein. Oder? Ne, die 15. Genau, auf der 15 geht's weiter. So, dann einmal das Schneidwerk wieder auf den Schneidwerkswagen drauf. So. So. Er legt sich da jetzt wieder, genau. Das finde ich sehr schön, dass sich das da auch vernünftig drauf legt. Ansonsten hängt das wieder da so quer drauf oder was weiß ich und dann macht das keinen Spaß. So. Würde ich sagen, fahren wir mal zu Feld Nummer 15. Da müssen wir hier nach dem Turm hier links rum. Und jetzt werden die Straßen schön perfekt. Genau. Guck mal hier, der Raps schön am Blühen. Ist das nicht toll? Absolut. Absolut traumhaft. Hier wird einiges an Raps runterkommen und das wird alles schön verkauft. Bei einem guten Preis. Das freut mich auf jeden Fall sehr doll. Und daher, dass das natürlich schön alles voll gedüngt ist und so weiter, hoffen wir mal, dass der Ertragsbonus auch sehr gut ist. Oder beziehungsweise allgemein die Ernte. So, dann stellen wir uns mal hier auf die Seite. Drehen hier. So. Abkoppeln. Dann können wir das Ganze mal aufmachen. Dann würde ich sagen, fahren wir mal hier aus dem Rück hier raus. Können wir mal die Abwelle und die Kabel dran machen. Oder die Schläuche. Und rein damit. So, dieses Mal werden wir aber hier den Helfer beschäftigen. Der macht 3 Vorgewände, finde ich sehr in Ordnung. Erster Wegpunkt und gib ihm. So, wie lange braucht er ungefähr? 10 Minuten, gut, das ist ja in Ordnung. Dann werden wir nämlich jetzt hier den New Holland gleich dahin fahren. Weil ich muss gucken, wo geht denn das hin? Das geht bestimmt hier zu... zur Getreidedings, oder? Heinrichshof. Gut, Heinrichshof ist ja hier oben. Das hier müsste ja Hein... genau. Jetzt überlege ich, ob ich das vielleicht schon mal wegbringe. Weil lieber fahre ich dann später auf den anderen Feldern. Nicht so weit. Ja, oder weiter. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt... ja, wobei eigentlich könnte man ja das noch mitnehmen und dann wegfahren. Werden wir, denke ich, mal auch machen. Ich werde jetzt hier reinfahren und das mitnehmen. Also sobald wir auf dem Feld da fertig sind, werden wir das Ganze dann da zu Heinrichshof fahren, weil bis dahin wird, denke ich mal, auch werden die Anhänger voll sein, mit Sicherheit. Und ja, da war da ja diese Wege hier hinten, also unfassbar. Und so komplett fertig. Ja.
Und dann fahre ich lieber von hier hinten, anstatt nochmal von hier zu fahren. Wo stellen wir denn erstmal an die Seite? So, dann fahren wir mit dem mal ganz kurz die Äpfel alle zusammenholen, falls wir welche haben. Also falls hier wieder irgendwelche Paletten liegen sollten. Bei denen aktuell nicht. So, die brauchen anscheinend kein Gras, oder? Nö, brauchen kein Gras. So, den Mist könnten wir auch hier nochmal wegpacken. Aber da wollten wir ja sowieso, eigentlich ist ja das aktuell das große Ziel, dass wir uns einen Hoflader kaufen können. Und zwar hier so ein Porion. Wäre eigentlich echt nicht verkehrt, wenn wir uns hier so ein Porion holen könnten. Ich würde den tatsächlich auch mieten, wenn das gehen würde. Den dann irgendwann kaufen, wenn wir das Geld halt komplett zusammen haben. So. Eine Kiste Äpfel. Ist hier jetzt auch richtig drin? Ja. Gut, dann gibt es die zweite Kiste Äpfel. So. Dritten 1000 Liter. So. Gut. Noch eine Kiste. Dann Nummer, was sind das jetzt? 5? Glaube ich. Müsste Nummer 5 sein. So. Dann die noch. So. Hier steht noch eine Kiste. Oder eine Palette, sagen wir es so. Und hier vorne war, glaube ich, auch noch eine Palette. So. Sehr schön. Hält man das schon mal wieder zusammen? Alles. So. Einmal festmachen. Mehr brauchen wir jetzt aktuell nicht. Und einmal 8000 Liter Äpfel, die wir jetzt hier zusammen bekommen haben. Das ist auf jeden Fall echt ganz gut. Alles schön hier rein zu der Apfelsaftfabrik. So. Lass reinlaufen, das Zeug. Was mehr ist nicht? Mehr kann aktuell nicht rein oder was? Voll oder? Oder was? So gut, das ist auch durch. Ja, die bräuchten halt langsam Wasser, aber ich habe kein Geld. So, die Apfelsaftpressen, die werden ja nicht fertig hier. Aber, können wir noch irgendwie bei verteilen. Bei Brennholz. Hier ein Brennholz einfach drauf. So, Apfelsaft. Ja, aber eigentlich müsste doch da noch genug reingehen, oder sehe ich das falsch? So, warte, vielleicht. So. Aha. So wird doch ein Schuh draus. So, warte. Hier bin ich. Upsala. So, hier bin ich zur Stelle. Man muss halt auch ganz klar dazu sagen, wir müssen definitiv halt die Ränder nochmal abfahren. Das ist jetzt natürlich keine Schönheitssache da. Und rein damit.
Den ganzen Rest nehme ich gerne mit. Dann stelle ich mich auf die Längsseite, dann kann er das selber abtanken. Können wir schon mal auf die ersten beiden eine Plane drüber machen. So, weiter geht's. Wie gesagt, die Ecken müssen wir sowieso abfahren. So. So. Und dann haben wir jetzt die 10.000 Liter drin. Das noch hier ein bisschen. So. Sehr schön. Gut. Sehr schön. Wie schauen die Tiere aus? Da fehlt Gras. Ja. Aber eigentlich sind sie gut versorgt. Die Schafe sind eigentlich auch gut versorgt. Und die, ja, die auch. Also ich kann mich nicht beschweren. Und ja, ansonsten sehe ich gar nicht so verkehrt aus. Die aktiven Sachen hier, das sind die. Die bringen halt ein bisschen was. Was uns das halt, ja, über Wasser hält. Da kann ja keiner ahnen, dass du hier hoch und runter fährst. Ich fährst seitlich. Dann drängelt der auch noch. So. Natürlich die Frage, was wir jetzt machen. Aber eigentlich kann ich halt aktuell nichts machen. Außer das. Gute Frage, nächste Frage. Was wir jetzt machen. So, wir parken den erstmal wieder zurück. So. Sehr schön. So. Gut. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Also eigentlich weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Den Anhänger können wir noch zurückfahren. Der aktuell ist halt wirklich nur das Dreschen angesagt. Aber ich würde auch sagen, damit wir das hier nicht so unnötig in die Länge ziehen, würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss und ciao.